10.000 Euro! 10.000 Euro! Fällt schon langsam ab, deswegen, meine Mutter hat das falsch. Und meine Schuhe. Schuhkosten, ca. 1.500 Euro. Was geht, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, hier, ich bin hier vom Store. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wartezimmer oder sowas. Und ja, wir drehen jetzt. Wir drehen jetzt auch mit mehr! Genau, Leute, und ja, check die Fits ab und. Hau raus, Digga. Wer heißt du? Ich bin Günther. Günther? Ja. Günther? Ja. Läuft bei dir, Digga. Ja. Hau mal raus, was ist dein Outfit hier? Also, meine Schuhe kosten 60. Skechers? Ja. Okay. Hier in Conaway. Socken 3, Hose 20, T-Shirt 80, Brille. Was von ist meiner mein T-Shirt? Goscha Robschinski. Ah, okay. Brille von meiner Mutter geklaut. Also nichts. Ja. Was sagst du dazu? Skechers. Hier in Conaway. Wer bist du? Marcel. Marcel. Ich habe eine ganz normale Denim-Jacket. Ich weiß nicht, die hat 100 Euro vielleicht gekostet. Okay. Das T-Shirt hat 110 gekostet von Replay. Ja, das ist geil, Mann. Die Hose hat, glaube ich, 50 gekostet, Hollister. Die Schuhe habe ich unter Retail bekommen. Hat den Gutscheincode von Adidas. Ich habe die für 160, aber sagen wir mal 200. Die Brille, ich glaube, 15 Euro. Also Mama, auch richtig Teures. Cool. Zieh dir mal jetzt aus. Tschüss! Nice. Mein Rucksack, Supreme Backpack, Black Chain. Sag mal, was ist das? Oh. Black Chain. 12 Euro, der kostet 170. Und dann noch Supreme Boxer. Hey, hier. Nice. Bist du YouTuber oder was? Ja. So YouTuber, wer heißt du? Marcel Lukas. Marcel Lukas, was machst du für Videos? Also ich habe früher so ein bisschen Lifestyle gemacht und jetzt so die letzten Videos sind so mehr so Sneaker orientiert. Hammer. Hype-Stuff. Stabil, danke dir. Okay. Wer heißt du, Digga? Jonas. Jonas? Ja. Okay, Jonas, du hast ein cooles Outfit. Ja. Hau mal raus, wie viele sind deine Schuhe? Die Schuhe kosten ca. 1.500 Euro. Wie hast du die bekommen? Ich habe sie für Retail 190 bekommen. Ah, schlau. Ja. Okay. Dann Hose kann auch 40 Euro H&M oder sowas. Coole Hose, Mann. Du hast Gürtel auch Gürtel 150. Der Sweater habe ich dann hier in England gekauft. Ja. Für, ich glaube, 350 Euro waren. Okay. Umgerechnet. Für uns jetzt ein Pound. Brille 150, glaube ich. Ach, Rucksack zählt? Ja, normal. Du willst jetzt Sachen aus dem Rucksack rausholen? Zählt das? Normal, ja, mach mal, hau mal raus. Was ist denn der Beluga 600. Hier, das war Retail. Was ist das? Retail. Und da. Hier, mein guter alter Anti-Forsche-Tausche-Klappullover. Der nicht gewaschen ist. Na, doch, der ist gewaschen, aber ich habe ihn einfach reingestopft. Hier, auch nochmal 100 Euro. Okay. Ja, das war's dann. Nice, Digga. Korrekt, willst du noch was in die Kamera sagen? Ja, folgt mir auf Instagram. Oh, wie heißt denn da? Jonas, The Tree. Okay, korrekt, Bro. Ja. Hau mal raus, Mann. Wie viel ist der Außenwert? Ja, die Sonnenbrille 100. Glaube ich. Ja. T-Shirt 277 bei Selfridges in London. 150, keine Ahnung, 20 Zara. 40. Supreme Flex, zeig mal die Boxershort. Zeig mal die Boxershort. Tschüss. 200. Und die Schuhe 250. 250, okay, nice. Ja, und hinten drin noch Anti-Social Social Club. Ja, da Flex ist am Start. Digga, das ist der Boy mit dem Supreme Box, du hau mal raus. Ja, oder? Von unten? Ja, von unten. Ja, die habe ich von der Sneakernis. Ja. Habe ich 900 für bezahlt. 900, okay. Die Jeans ist von Avior, kostet 200. Ja. Ja, Supreme Burger, keine Ahnung, kriegst du für 500. Okay. MCM Backpack, kostet neu 950. Ja. Dann hier so Armbänder, 20, 30 Euro. Okay. Eine Kette, 100 Euro. Dann hast du noch eine Ray-Ban 200. Okay, nice. Und die Sea-Dweller 7000. Schau mal, wie die aussieht. Geil, Mann. Fresh, wer ist auf Instagram? Leon BRDN. Leon, ja. Okay, korrekt, Mann. Jetzt kommt der nächste, Bro. Bro, eine erste Frage auch an dich. Wieso? Ja, Digga, ich fand's einfach geil. Ich mag's so oft. Arbeitest du bei der DHL? Nee, aber ich bin Service-Partner. Service-Partner von DHL. Okay. Alles klar, Bro. Hau mal raus. Wollen wir unten anfangen? Ja, fangen wir unten an. Also unten über Classic 60 Euro. Dann Socken brauchst du nicht wissen. 2 Euro. Okay. Hose 20 Euro, glaube ich.
und Gürtel 40. Ja. Dann das Hemd hier, habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen, keine Ahnung. Ja, und die DHL-Jacke, 60 Euro. Okay. Mit dem geilen Servicepartner nach hinten. Ja. Und dann die Cap, glaube ich, 10 Euro bei Amazon. Die Umhängetasche hier, habe ich selber gebaut, ist von meiner JBL Extreme. Das ist eine Verpackung. Hier habe ich noch so einen Supreme Pullover gekauft. Übelstes Schnäppchen, soll ich noch was sagen? Was hast du bezahlt? 90 Euro. Okay, nice. Richtig geil. Also Buddy Team Opening. Dankeschön. War richtig geil. Okay, stabiles Haupt. Bro, wie heißt du? Fritz. Fritz? Ja. Fritz, nice, Mann. Hau mal raus, wie viel ist dein Outfit? Fangen wir bei deinen Schuhen an. Okay, Retail Way, Only Way, 250. Warte. 250? Ja, 250. Okay. Ist ja für Brüder. Ja. BSRCV, 80. Okay. Supreme Boxer Supreme. Short. Muss sein. Okay. Das ist 28. 28, dein hey, jetzt das hier. Gucci. Keine Ahnung, 1000. Okay, 1000. Meiner Mutter. Die hat 450 gekostet. Ja. Und ASSC Hoodie, 75. Deine Cap. Tommy Cap, also 35. Tommy Cap. Okay, Digga. Korrekt? Hast du noch irgendwas anderes oder sowas? Off-White Case. Von Ari Petru unterschrieben. Okay. Jetzt darf ich dann 1 Euro. Million. 80 Euro. Okay, willst du noch was in die Kamera sagen? Mein Instagram. @KINGPROBABLE. Ling, Bro, what's up? Hi. Wow, okay, Bro, du hast ein cooles Outfit. Komm mal raus. Also einmal Palm Flex, die haben 700 gekostet. Ja, jetzt wissen wir es auch, dankeschön. Okay. Deine Hose? Meine Hose 30 Euro Zara. Okay, coole Hose, Mann. Danke. Mein Supreme Hoodie 170. Bei wem hast du es gekauft? Bei mir. Okay, Bro. Ein Supreme Fuck the World Tee. Fuck the Watch, Mann. Okay, nice. MCM Bag. Die kostet? 500. Hast du das T-Shirt schon gesagt? T-Shirt 920. 120, ja. Dein Pullover. Mein Pulli habe ich schon gesagt, 170 und ja, war's. Geil, Mann. Willst du was hast du noch sagen? Folgt mir auf Instagram, einem YouTube. Cool. Was hast du in deinem Rucksack drin? Was verbirgt sich da drin? Human Race? Ist es irgendwie normal, dass der irgendwie einfach so Schuhe mitnimmt oder so? Ja, wir gehen danach normal. Wir gehen danach noch Schuhe. So, okay, ich dachte schon. Und ja, das war's. Okay, korrekt, Mann. Bro, hau raus. Wer bist du? Seifi hier. Mein Shirt, Chiemsee, 60 Euro. Ja, okay. Uhr 8000. Was ist für eine Uhr? Breitling, okay. Gürtel, billigster, den es gibt, 10 Cent oder 1 Euro von C&A. Okay. Hose 30 von H&M. Ja. Schuhe, Equipment, 90 Euro. Stabil. Danke, Bro. Bitte. Wer heißt du, Bro? Jan. Hau mal raus, Jan. Okay, Schuhe, NMDC T-Shirt, 2er, 180 waren das. Socken, 2 Euro. Hose ist Nike Jogger, war eine 80. Shirt ist von Champion, auch so 20, nichts Großes. Und mein E-Spec Bag, auch 20 Euro, ganz normal. Okay, stabiles Outfit, Bro. Jo, danke. Nice. Wer bist du? David. David? Bei dir läuft. Ja, komm, bist du aggressiver, sag mal David. Nee. Na, hau mal raus. Schön, sag mal. David. Okay, Digga, das war schon besser. Hau mal raus. Nike Air Force Swoosh Bag. Ja. 9 Euro. Socken, Nike, keine Ahnung, 3 Euro. Minimal Denim, 60 Euro. Lacoste Sweater, 70. Auf Instagram, d.lntl. Cooles Haus, Bro. What's poppin', bro? Muss auch sagen, what's poppin'. Okay, Digga. Hau mal raus. Paper. Schuhe, 75. Socken, unbezahlbar, aber 10 Euro. Hose, 40. T-Shirt, 20. Hoodie, 30. Kamera, 600. YouTuber? Nee, Fotograf. NBNUF. Wie heißt du? Janik, erste Frage an dich. Wieso ziehst du bei 25 Grad eine Winterjacke an? Flexen, ne? Sei ehrlich, flexen. Ja. Aber der Flex ist da. Hau mal raus. Wir fahren bei deinen Schuhen an. Und Respekt an dich. Ich habe die Schuhe noch nie in meinem Leben gesehen. Und krank. Nike Mag 2011. Zeig mal. Einmal richtig.
Krank! Was hast du für die bezahlt? 10.000 Euro! 10.000 Euro! 10.000 Euro! Ey, das wird die teuerste Episode. 10.000 Euro für den Schuh! Ja. Really? Nice, Mann! Deine Hose! Off-White? Off-White? 250, also 260 Euro, ja. Okay, deine Jacke? North Face Supreme Jacke? North Face Supreme! Supreme Shit! 2500? Ja. Krank! Dein T-Shirt? Mein T-Shirt ist leider pellt schon langsam ab, deswegen. Meine Mutter hat das falsch gewaschen. Oh. Ja. Was hat das gekostet? 1,5. Deine Cap? 120? 105. 105, ah, besser. Hier ist Supreme Bag. 70, 80? 80. Hast du noch irgendwas an? Armani-Uhr, 500. 500 Euro Armani-Uhr. Was noch? MCM-Portemonnaie. Okay, nice. 112. Gucci Snake-Kappe. 190, ne? 160. 160, okay. Genau. Und noch irgendwas? Okay, du hast es geschafft. Du bist der erste Typ, der ohne so Schmuck und so ein Outfit hat, das über 10.000 Euro kostet. Nice. Also einmal noch eine Frage. Wie kriegt man solche Schuhe? Über Freunde. Nein, über Kontakte. Ja. Über Kontakte. Und du hast... Hamburger. Ey! Ey! Okay. Beste. Oh, okay. Wie kriegst du die? Wie hast du die bekommen? Ja, über Kontakte halt, okay. Freunde. Wie viele Eier hast du, um dir einen Schuh für 10.000 Euro zu kaufen? Große Eier. Ja, das glaube ich dir. Krank. Willst du noch was in die Kamera sagen? Folgt mir auf Instagram. Instagram, okay. Was machst du da? CCDS Streetwear und ja, Modevideo. Mode. Okay, Digga. Check ich später ab. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben echt coole Hypebeast-Outfits gehabt. Leute, ich bin immer noch geflasht von diesen 10.000 Euro Schuhen. Echt aber krass, Leute. Ehrlich, sehr, sehr krass. Schreibt mal eure Meinung zu den Schuhen in die Kommentare. Muss man so einen Schuh wirklich haben? Auf jeden Fall, Leute, Berlin war echt cool. Das war echt eine coole Zeit, die ich dort verbracht habe. Checkt das letzte Video ab, wenn ihr wissen wollt, was ich genau alles in Berlin gemacht habe. Der ist auch auf jeden Fall richtig cool geworden. Den werde ich jetzt hier oben irgendwo einblenden. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Checkt mich auf Instagram ab, hier unten eingeblendet. Abonniert mich auf YouTube und stellt die Glocke auf aktiv ein. Und ja, ich würde nur noch sagen, skit, skit, skit.